Auf dem Mobile World Congress in Barcelona haben LG und Samsung ihre neuen Flaggschiffe in den Ring geschickt. Aber welches von den beiden hat es jetzt mehr drauf? Wir machen den großen Vergleich. Ab sofort kämpfen LG und Samsung wieder mit harten Bandagen um die Vorherrschaft auf dem Android-Markt. Denn die Flaggschiffe beider Hersteller bieten spannende Funktionen. Das G5 von LG setzt beispielsweise auf Modularität und gesellt gleich ein paar Freunde wie eine VR-Brille und einen Roboter um sich. Das Galaxy S7 dagegen ist wasserdicht und bringt bei der Vorbestellung gleich die Gear VR mit. Aber schauen wir erstmal auf die Details. Beim G5 besteht das Gehäuse aus Metall und beim S7 aus Glas. Optisch gefällt uns das Samsung erstmal besser. Das S7 ist außerdem kleiner und dünner als das G5, was sich auch auf die Displaygröße auswirkt. LG hat einen 5,3 Zoll Bildschirm verbaut und Samsung 5,1 Zoll. Beide Displays bieten eine Quad-HD-Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Beide setzen außerdem auf ein Always-On-Display, sodass ihr ständig Uhrzeit und Benachrichtigungen im Blick habt. Beim Thema Kamera hatte Samsung in der Präsentation harte Geschütze aufgefahren und seine Fotos mit denen vom iPhone 6S Plus verglichen. Sie warben mit helleren und schärferen Bildern, die sogar schneller fokussieren als beim iPhone. Im Vergleich von Samsung sah das beeindruckend aus, möchten wir aber zu gegebener Zeit selbst überprüfen. Die Kamera hinten hat eine Auflösung von 12 Megapixel, die vordere wie beim Vorgänger 5 Megapixel. Demgegenüber stehen beim LG Kameras mit 16 und 8 Megapixeln. Im G5 steckt der aktuell schnellste Prozessor von Qualcomm, der Snapdragon 820. Samsung setzt gewohnt auf den hauseigenen Exynos, diesmal der 8890, der sogar schneller sein soll als der Snapdragon. Beide haben sich für 4 GB Arbeitsspeicher entschieden und kommen mit Android 6.0 Marshmallow auf den Markt. Auch beim Speicher nehmen sie sich nichts. Beide bieten intern 32 GB und lassen sich per MicroSD erweitern. Während das G5 einen austauschbaren Akku von 2800 mAh bietet, hat das S7 von Haus aus zwar einen nicht wechselbaren Akku, dafür aber mit 3000 mAh. Für das S7 wird es außerdem Hüllen geben, die zusätzliche 2700 mAh bieten. Beim G5 kann man über das neue Kameramodul immerhin noch 1200 mAh obendrauf schlagen. Das LG ist beim Fortschritt ganz vorne mit dabei und hat seinen Anschluss auf den USB-Typ-C-Anschluss verbessert. Samsung setzt hier auf den altbewährten Micro-USB-Anschluss. Das G5 ist über LG Friends kompatibel mit einer eigenen schmalen VR-Brille, einem rollenden Überwachungsroboter und einer 360-Grad-Kamera. Bestellt ihr das S7 vor, bekommt ihr die VR-Brille Gear VR, die ansonsten ca. 100 Euro kostet, gratis mit dazu. Damit ihr selbst 360-Grad-Videos aufnehmen könnt, wird es mit der Gear 360 eine eigene kleine Rundkamera geben. Ein sehr praktisches Feature bietet das Samsung-Smartphone noch obendrauf. Es ist nämlich nach IP68 wasserdicht, also es überlebt 30 Minuten in 1,5 Metern Tiefe. Preislich können wir die Geräte noch nicht vergleichen, dafür, dass G5 noch nichts Offizielles verkündet wurde. Das Galaxy S7 lässt sich schon für knapp 700 Euro vorbestellen. Das LG wird ab April und das Samsung-Modell ab 11. März verfügbar sein. We'll be right back.